Hey Jagdfreunde, wir sind heute mal wieder auf Hirschfelden unterwegs. Mir haben einige von euch geschrieben, sie sind neu im Spiel dabei. Deswegen dachte ich, wir machen heute mal eine kleine Jagdrunde hier in der Heimat. Unfassbar schöne Karte, aber tatsächlich auch relativ anspruchsvoll. Und wir schauen einfach mal, was heute so geht. Ich werde das Ganze im Nachhinein wahrscheinlich nicht Tutorial oder Guide nennen. Im Fokus stehen heute die Rothirsche. Ich spiele die Karte selber nicht oft genug, um das so machen zu können. Aber die Spots, die ich kenne, die wir heute abgehen, die versuche ich euch ganz genau zu zeigen. Und vielleicht habt ihr dann auch bei euch dann ein paar Spots, die euch gute Tiere bringen. Jede Karte ist ein bisschen anders. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, da mal hinzuschauen. Junge, was ein Start. Achter mythische Rothirsch geht bis 274. Alter, das ist echt schön. Ich wollte gerade noch sagen, was ich an Waffen dabei habe. Wir machen da gleich weiter. Ich habe dabei die 7mm. Das ist die Waffe, die ich mir am Anfang nach der Ranger quasi, die man ja von Anfang an hat, gekauft habe. Schießt die Klassen 4 bis 9, hat nur einen Schuss im Magazin, dafür richtig viel Power. Und ihr könnt mit der eben von Klasse 4 bis 9 alles erlegen. Für Hirschfelden auch sehr gut. Aber ich habe auch die Ranger mitgenommen, die Anfangswaffe, weil ich mir eben auch dachte, wir testen die heute mal wieder. Die spiele ich nicht so oft, vor allem auf die größeren Tiere nehme ich normalerweise was anderes. Aber es ist die Anfangswaffe und wir schauen jetzt gleich mal bei dem 8er Mythischen, ob die was kann und ob die ausreicht, den schön zu legen. Dann habe ich noch dabei den Bogen, wie immer. Wenn es sich ergibt, werde ich ein bisschen üben, mal schauen, was heute passiert. Für unseren ersten Jagdausflug brechen wir früh auf. Wir starten morgens um 6 Uhr am Außenposten Spreeberg und wandern Richtung Westen. Am Süden des großen Sees machen wir Jagd auf die ersten Rothirsche. Er ist hier am Trinken auf 180 Meter. Ist eine schöne Entfernung, er steht nicht so 100% perfekt, müsste aber für die Ranger auf jeden Fall machbar sein. Ich versuche noch ein bisschen rumzukommen, der Wind ist nicht ganz optimal, sollte aber passen auf die Entfernung. Bei der Ranger spiele ich selber immer die Durchschlagsmunition. Die macht für mich am meisten Sinn, gerade wenn man hier so seitlich auf ihn schießt. Man trifft vielleicht mal das Schulterblatt, hat man noch größere Chancen, dass es bis in die Lunge reingeht. Hat ein wirklich schönes Geweih, da gibt es ja viele, viele unterschiedliche. Wenn das nächste Mal den Kopf hebt. Da war noch einer, der geht hier baden. Er ist immer noch bei 75%. Geht jetzt langsam runter. Da müsste ich wahrscheinlich noch einen nachsetzen. Bin ich gespannt, wenn wir uns den gleich anschauen, wie weit die Kugeln reingingen. Kann auch sein, dass sie ist im Schulterblatt hängen geblieben. Aber genau deswegen machen wir es ja, um hier bei einem nicht potenziellen Diamant vielleicht dann den Fehler zu machen und Erfahrungen zu sammeln. Wir schauen ihn uns mal an. Ich wollte gerade rüberrennen und ihn einsammeln. Da haben wir den nächsten. Schöner 7er. Den versuche ich jetzt mal noch mehr von der Seite zu machen. Dann können wir es ein bisschen vergleichen. Ich werde mal ranschleichen. So, wir sind dran. Er steht jetzt hier auf knapp 100 Meter. Ich packe wieder die Ranger aus. Und werde mal hinter den Vorderlauf schießen. Mal schauen, ob der schneller runtergeht. Ja, definitiv. Jagddruck vom ersten ist da. Der müsste auch gleich fallen. Jetzt schauen wir uns mal an, was die Ranger da zustande gebracht hat. Oder auch nicht. Noch einer. Das müsste der 7er sein. Jawohl, mit einem sehr schönen Geweih. Die 7er haben für mich so fast die schönsten Geweihe von den Rothirschen. Mit der Ranger tatsächlich relativ weit reingegangen. Magen-Darm war dabei, Lungenflügel rechts. Leber war auch dabei, hätte auch noch gereicht. Also, erster Rothirsch, 214 Kilo und 201,5 mit einem wirklich sehr schönen Geweih. Unser Achter liegt hier vorne, ist gar nicht so weit gekommen, kleines Stückchen. Ein komplett anderes Geweih, aber auch schön, sehr symmetrisch, ziemlich massiv. So, jetzt bin ich gespannt. Der erste ging in die Lunge tatsächlich rein. Der hat einfach nur eine Weile gebraucht, bis er dann wirklich gefallen ist. Der zweite knapp am Nackenklatscher vorbei. Trotzdem hat gepasst. 226,44 und 238,4 Trophäenwertung. Aber ihr seht, die Ranger schräg von vorne in die Lunge geht auf jeden Fall noch. Ich bin hier knapp am Knochen vorbei. Hätte problematisch werden können, wenn ich den erwischt hätte. Mit der Aufpilzmunition natürlich noch schwieriger. Deswegen, genau wegen solchen Schüssen, nehme ich immer gern die Durchschlagmunition. Und ich würde sagen, wir gehen direkt zum nächsten Spot. Unser nächstes Ziel ist der kleine See westlich vom Außenposten Ritterstein. Am Ufer angekommen hat man eine super Übersicht und hoffentlich ein paar schöne Rothirsche. Wir sehen schon den See am nächsten Spot. Hier unten habe ich ein Rothirschgebiet.
Bin gespannt, was hier jetzt auf uns wartet. War jetzt wirklich ein schöner Einstieg. Diesmal würde ich sagen, probieren wir mal die 7 mm, dann sehen wir ganz gut den Unterschied zwischen den beiden Knarren. Landschaftlich extrem schön, erinnert eigentlich wirklich an zu Hause, die Bäume hier, die ganze Vegetation. Wir haben hier die ersten beiden Rothirsche an dem Spot, ist jetzt auch ganz schön zu sehen, sind zwei Stück, 7 mm hat nur einen Schuss. Das heißt, ich muss mich hier entscheiden, ich nehme jetzt mal den hinteren, der steht sehr schön im Profil, ist glaube ich auch ein bisschen größer, naja, die sind ungefähr gleich auf 205 Meter. Der müsste jetzt deutlich schneller fallen und genau das tut er auch, ist schon auf 0% und man sieht da jetzt eben ganz genau den Unterschied zur Ranger. Die legen die beide ordentlich, aber die 7 mm hat einfach deutlich mehr Power. War mit Sicherheit eine Doppellunge, wir schauen es uns mal an. Wenn ihr nur die 7 mm dabei habt, ihr könntet jetzt auch natürlich warten, bis der Rothirsch wieder zurückkommt. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, aber dann könntet ihr quasi noch den zweiten auch miterlegen. Bei uns geht es jetzt ja eher darum, die Spots zu zeigen, deswegen nehmen wir den jetzt mal mit und gehen dann direkt zum nächsten. Mit der Doppellunge 202 Kilo und 166,9. Geld geben die auch ganz gut. 1511 für einen Level 6 Rothirsch ist ordentlich. Unsere Reise geht weiter in den Nordosten von Hirschfelden. Die komplette Insellandschaft ist ein richtig guter Rothirschspot. Am schnellsten kommt ihr vom Außenposten Rittersteiner See hin. Wir sind heute allerdings in Petershain aufgebrochen und in den Norden gelaufen, denn da wollte ich euch noch ein schönes Plätzchen zeigen. Ich bin schon am nächsten Spot. Ich habe schnell die Aufnahme gedrückt, denn wir haben hier den Warnruf. Ich wollte euch kurz diese Stelle zeigen. Dieses ganze Gebiet ist extrem gut für Rothirsche. Ich habe hier ein Trinkgebiet. Ich habe hier aber irgendwo schon mal andere auch noch gesehen. Ist schon eine Weile her. Aber es gibt eben hier an dieser Stelle wie so ein kleines Plateau, sage ich jetzt mal. Da kann man schon mal den ersten guten Blick da drauf haben auf den Teil des Gebietes. Denn wenn man erstmal unten ist, ist relativ viel hohes Schilf. Da ist die Übersicht ein bisschen schwierig. Muss man sehr vorsichtig, sehr langsam unterwegs sein. Aber wie gesagt, hier unten müsste irgendwo zumindest einer sein, denn der Warnruf war schon mal da und man kann hier einfach schon mal von hier aus gut spotten und schauen, ob man vielleicht den einen oder anderen schon erkennen kann. Hier kam jetzt gerade noch ein Warnruf. Ich weiß gar nicht, ob der mich sehen könnte. Ich bin eigentlich gut in Deckung. Wind ist auch optimal. Da ist einer. Sieht gar nicht so schlecht aus. Nochmal ein mythischer Junge, was geht denn hier ab? 75 Meter. Ich musste jetzt schnell schießen. Der war auf der Flucht. Mit der 7 mm von 75 Meter, wenn man da von vorne reinschießt, kann man eigentlich fast immer davon ausgehen, außer man hat richtig Pech, dass da eine Lunge dabei ist. Wir schauen ihn uns mal an. Zweite Achter, ey. Oh. Auch der ist nicht weit gekommen. Hat wieder ein anderes Geweih. Gefällt mir auch richtig gut. 219 und 240 Wertung, genau, mit der 7 mm noch die Lunge mitbekommen. Mit der Ranger wäre es mit Sicherheit nicht gegangen, da wäre wahrscheinlich irgendwo ein Muskel hängen geblieben. Aber auf 66 Meter kann man das schon mal machen. Extrem schöner Hirsch. Weiter geht's. Der Wind hat jetzt leider ein bisschen blöd gedreht. Müssen wir mal gucken, da kommen wir nicht so nah an die Hirsche ran. Da steht aber der nächste Sechser auf 200 Meter diesmal. Zeit für die Ranger. Sollte die Single-Lunge gewesen sein, aber es ist schon heftig, wenn man da jetzt den Unterschied so direkt hintereinander mal sieht. Direkt der nächste Warnruf, also hier ist wirklich viel los. Wir haben den zweiten Jagddruck, man hat hier auch nochmal eine gute Sicht. Sehe ich jetzt... Ich wollte gerade sagen, sehe ich jetzt aber nichts, aber da steht der nächste schöne Hirsch. Siebener, wieder mit so einem tollen Geweih. Ich werde ihn jetzt aber erstmal noch nicht schießen. Der Wind dreht leider direkt hier in den rein. Den würde ich mir natürlich auch gern anschauen. Ich gucke mal, ob ich den einmal spotten kann. Ansonsten gehen wir gleich zu dem 7er zurück. Ich habe ihn gefunden, war nur ein kleiner 6er. Deswegen würde ich sagen, versuchen wir den hier. 300 Meter in etwa. Da nehme ich tatsächlich lieber die 7 mm. Da ist mir das mit der Ranger zu heikel. Obwohl, eigentlich könnte man es testen, oder? Ist jetzt kein Deer, ist kein Rare, soweit ich das jetzt sehen kann. Eigentlich könnte man es mal testen. Einfach fürs Video. Damit ihr wisst, ob das geht oder nicht. Ich glaube aber fast nicht. Also getroffen habe ich, nur die Frage, ob er weit genug reingegangen ist. Wir merken uns mal den Jagddruck. Hier oben müsste er irgendwo kommen, wenn er denn fallen sollte. Das jetzt erstmal noch der erste, den wir gerade mit der Ranger geschossen haben. Genau, hat gepasst. Am Knochen vorbei, in Lunge und Leber. 201 Kilo und 166. Und wir haben Jagddruck mittlerweile. Das heißt, er ist gefallen. Die Frage ist nur, verwertungsgerecht oder nicht. Wir schauen es uns gleich mal an.
Sieht nach einem tödlichen Treffer aus, jawohl. Das heißt, es muss gereicht haben. Da hat die Ranger ordentliche Arbeit geleistet. Bin ich jetzt gespannt. Hier ist jetzt der 7er auf ungefähr 300 Meter. Ich glaube, es waren knapp 300 Meter. Wieder ein sehr schönes Geweih. Wahnsinn, diese Rothirsche. 284. Ja, hat gerade so gereicht. Also viel weiter hinten hätte ich nicht mehr erwischen dürfen. Aber es war Lungenflügel, Leber. 195er Wertung. Verwertungsprüfung damit bestanden. Man muss sich also echt konzentrieren mit der Ranger auf die Entfernung. Aber es geht. Sehr schön. Das nächste Gebiet eignet sich sowohl zu Trink- als auch Fresszeiten gut für die Rothirschjagd. Von Bondorf machen wir uns auf den Weg runter in den Süden. Der vielleicht schönste Ort in ganz Hirschfelden. Die Sonne ist jetzt noch nicht so richtig da, aber wenn das hier ins richtige Licht getaucht ist, wunderschön. Von da oben hat man einen richtig guten Ausblick über den gesamten See. Da sollten eigentlich auch ein paar Trinkgebiete sein. Wir sind hier im Borndorfer Schlucht. Hier oben ist der Spot, wo man so gut runterschauen kann. Da sollten ein paar Trinkgebiete sein von Rothirschen. Ich hatte hier einen Brunftschrei, da kommt direkt der nächste. Der ist wahrscheinlich gerade auf dem Weg zu seinen Trinkgebieten. 7 Uhr ist es jetzt. Wir schauen mal, was es für einer ist. Er warnt mich, er ist jetzt gerade hier aus dem Wald rausgelaufen. Ich muss mal schauen, ob ich ihn gleich sehe. Da ist er, 7 mm. Müsste da eigentlich kurz einen Prozess machen und er geht ziemlich schnell runter. 4er mit 109 und auch wieder in die Lunge rein, 183 Kilo. Wir machen jetzt hier gleich weiter und laufen die komplette Schlucht hier nach unten. Grüße gehen raus an Benjo, der hat mir hier empfohlen, auch zu den Fresszeiten hinzuschauen. Ich hatte direkt 2 Fressgebiete im letzten Stream, haben hier schon ein paar männliche Rothirsche erlegt. Wir gucken jetzt mal noch runter an dieses Eckchen hier von dem großen See, Fluss, was auch immer es sein soll und schauen mal, was wir da noch so finden. Ich bin unten am See, es ist ein bisschen unübersichtlich, ich war jetzt auch unvorsichtig, aber ich konnte nochmal zurückcallen. Hier ist eine schöne Herde von Rothirschen, nur das Männchen habe ich noch nicht gefunden, hier ist er gerade rausgekommen. Ein 6er auf 120 Meter. Bin ich gespannt, wo der erste hingeht. Mich hat mal interessiert, ob die Ranger theoretisch auch bis ins Herz reinkommt. Das ist ein relativ weiter Weg bei den Rothirschen. Von der Durchdringung, ob die so weit reingeht. Wir schauen jetzt mal, der zweite sah nicht ganz schlecht aus. Hier liegt er. Also der erste war schon im Herz und der zweite dann noch in die Lunge. Sah auf den ersten Blick so aus, ob der nicht reinging, der erste Schuss. Aber Durchdringung auf jeden Fall in Ordnung. Doppellunge und Herz mit der Ranger auf 123 Meter. Was man bei Hirschfelden auch sagen muss, ist, dass man auch außerhalb der Trinkzeiten extrem gut jagen gehen kann. Ich habe deswegen jetzt mal die Zeit angepasst. Wir haben 14:45. Ich bin losgelaufen, Außenposten Jonsdorf. So Richtung Südwesten. Die beiden Spots habt ihr mir im Stream mal empfohlen. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Sind 2 Fressgebiete der Rothirsche, die gehen bei 13 Uhr los. Und wir schauen jetzt einfach mal, was wir da finden. Auch auf den Feldern zum Beispiel. Dammhirsch, Reh, Rothirsch kann man da wunderbar außerhalb der Trinkzeiten bejagen. Hat man teilweise auch eine richtig gute Sicht. Aber jetzt gehen wir erstmal hier runter und schauen mal, was wir so finden. Was ich euch hier empfehlen würde, manchmal sieht man die nicht sofort. Jetzt kommen sie, weil ich gerade gecallt habe. Ich habe die manchmal hier unten stehen, aber manchmal verstecken die sich auch hinter den Hügeln. Ich stelle mich dann immer hier unten an den Baum, da ist man relativ gut in Deckung und fange dann zu callen an. Und so wie jetzt kommen sie dann oft hinter dem Hügel hervor. Und ich würde versuchen, den jetzt mal mit dem Bogen zu erlegen, denn wir hatten hier ja 2 Bedürfnisgebiete. Und da hinten sind direkt die nächsten. Stehen die hier aufeinander sogar? Also die Rothirsche stehen hier sogar aufeinander, so viele sind das. Da schauen wir gleich noch hin. Jetzt nehmen wir erstmal den 7er. Ich hoffe, ich bekomme ihn noch ein bisschen näher. Er ist ziemlich genau auf 60 Meter. Ist eine relativ weite Entfernung. Aber ich wollte es mal ausprobieren. Müsste gepasst haben. Ist auf 25,0 und liegt schon. Bin ich gespannt, wo der hinging. Also wieder eins dieser 7er Geweihe. Doppellunge, 61 Meter. Ich war leicht erhöht, deswegen habe ich ein bisschen weiter unten angehalten. 212 Kilogramm und 194,7. Ja, schönes Teil. Jetzt auf zu der anderen Riesenherde. Ich habe bis jetzt nur ein Geweih gesehen. Ich weiß nicht, ob da noch was anderes dabei ist. Der sieht jetzt nicht so groß aus. Ich werde trotzdem gleich mal callen. 2 sehen fast identisch aus. Genau, ich call trotzdem nochmal. Vielleicht ist auch da was hinterm Hügel oder unter einem Haufen Weibchen begraben. Dann stören wir ihn mal in seiner sehr schönen Lage und gucken einfach mal, was noch kommt.
ist tatsächlich eine ziemlich große Herde, aber nur diese zwei Fünfer sind sehr eng beieinander. Ich versuche beide. Bin ich mir nicht sicher, wie ich den getroffen habe. Der erste müsste gepasst haben, aber der könnte schwierig werden. Na, geht langsam runter, sammel mal ein. Nummer 1 hat gepasst, Lunge rein, 133,6, 190 Kilo. Und hier ist Nummer 2, 190 und 130,6. Der erste hat sogar gepasst in die Lunge auf 83 Meter. Ich habe hier unten ein Zelt stehen, da passe ich jetzt noch einmal auf die Trinkzeiten an, denn auch dieser Flussabschnitt hier ist recht gut für Rothirsche. Ich habe hier ein Gebiet, da habe ich vor einiger Zeit mal einen relativ guten geschossen. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was nachgespawnt ist. Zeiten sind angepasst, jetzt machen wir uns auf den Weg. Ihr seht auch, ich habe hier einen Haufen Wiesent-Trinkgebiete. Also wenn ihr Wiesent jagen wollt, auch da ist der Flussabschnitt hier sehr, sehr gut. Aber jetzt geht es erstmal zum Rothirschgebiet. Wind hat jetzt leider ziemlich reingedreht. Man muss hier auch wirklich vorsichtig sein, denn bei mir zumindest ist das Gebiet relativ nah schon am Ufer und man hat hier eine relativ schlechte Übersicht. Deswegen bin ich da immer super vorsichtig, sonst verscheucht man die. Alter, der nächste Mythische. Ich dachte mir gerade ganz kurz, das könnte ein Neuner sein. Erster Blick aufs Geweih, ich habe schon gefeiert innerlich. Richtig guter Hirsch für den letzten Abschuss heute. Wir werden wieder die Ranger rausholen, der steht sowieso sehr schön im Profil. 190 bis 236 mit so einem gemischten Geweih, sonst sehe ich jetzt auch nichts Größeres mehr. 175 Meter ungefähr. Müsste gepasst haben. Er geht ganz langsam runter, aber ich denke schon, dass das die Lunge war. Würde mich jetzt wundern, wenn der nicht gereicht hat. Wir haben Jagddruck. Man kann dann hier, wenn man ein bisschen noch Fluss auf, flussabwärts, wahrscheinlich abwärts wandert, kommt man hier rüber auf die andere Seite. Ich gehe ihn mal schnell suchen. Der Treffer sieht eigentlich gut aus. Ja, war tödlich. Dann muss es auf jeden Fall gepasst haben. Hier liegt er auch schon. Ich weiß nicht, entweder ist er im Kreis gerannt oder es war irgendwie vielleicht auch ein Anzeigefehler. Da unten ist der Anschuss gewesen. Also er ist nicht weit gekommen. Hat man schon gesehen. Zwei komplett unterschiedliche Geweihstangen. War die Single Lunge auf 175 Meter, 223 Kilo und 226,9. Damit haben wir heute drei mythische Rothirsche erlegt. Ich hoffe, das Video hilft euch ein bisschen, wenn es darum geht, die Tiere zu finden. Das waren jetzt mal so auf meiner Map die besten Spots. Vielleicht findet ihr da auch was Schönes. Ich hoffe es. Wir haben die Ranger ausprobiert. Auch die absolut in Ordnung für Rothirsche. Die Anfangswaffe. Man hat den Unterschied zur 7mm deutlich gemerkt. Aber gerade am Anfang, wie gesagt, kann man mit der gut jagen. Von der Seite auf die Lunge gar kein Problem. Ich bin gespannt, was danach spawnt. Müssen wir bald mal wieder jagen gehen. Vielleicht in einem Stream. Die ja auf Hirschfelden ist immer was Besonderes. Habe ich bis jetzt, glaube ich, nur den Dammhirsch. Einen Rothirsch habe ich schon mal versemmelt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal wie immer viel Spaß und Erfolg beim Jagen. Wenn es euch gefallen hat, wäre ein Like oder ein Abo natürlich der Hammer. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.